Wo? Ich bin gerade übelst nervös, ey, übelst nervös. Jetzt muss man sich natürlich noch vorstellen, ich sitze hier im dunklen Zimmer um 23:45 in der Nacht, weil ich hatte Spätschicht die Woche wieder. Komme also auch erst um 10:30 von Arbeit. Und da wirkt das natürlich alles noch ein bisschen cranker. Was ist das? Oh ne, jetzt kommt er da wieder an. Ach ne, die fighten gegeneinander. Oh ja, mach ihn platt, jawohl! Können sie mich vielleicht nicht sehen? Ich glaube... Sie haben mich gesehen. Stirb einfach mal bitte, danke. Du darfst auch sterben. Moment. Du darfst jetzt sterben. Und du darfst auch sterben. Jawohl. Dankeschön. Was haben wir hier? Toten Kameraden auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Und Energie. Bisschen pumpen zwischendurch. Haben wir doch wieder so ein Monster, ey. Ach du Heilige, was. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir hier das Licht ausmachen. Wenn ich dem jetzt einen Headshot gebe, ist er weg. Oh. Oh oh. Auf jeden Fall ist er tot. Oh oh. Wow, also nee. Oh, ach du Heiliger. Ja, ne. Bitte jetzt hier explodieren. Danke. Ich will mich jetzt nicht auch hier irgendwie harten Feuer gefischt. Oh, nein, Wasser. Ach du Scheiße. Schnell heraus aus dem Wasser. Oh. Weg hier. Ja, ich weiß. Ich habe hier gerade ganz andere Probleme. Okay. Gas muss vertauschen. Also, Filter. Also, ich bin echt der Meinung, der Metro 2033 gab's zum Tauschen. Was war das gewesen gerade? Oh, was haben wir hier? Das ist, was ist das für eine Waffe? Ach, das ist wieder eine doppelläufige Schrotflinte. Gut, an der habe ich sogar kein Interesse gerade. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen? Ne, eigentlich nicht. Nur die Waffe, die brauchen wir aber nicht. Aber ja, die vierfachläufige. Vierfachläufige. Auch ein schönes Wort. Ja. Ach, was habe ich gerade erzählt? Ich weiß gar nicht, wo ich war. Oh, jetzt ist er wieder da. Ah, hier kommst du nicht. Oha! Was ist mit ihm? Der kann einfach mal hier die Umwelt zerstören. Geh mir doch nicht auf den Sack. Ja, jetzt hast du deinen Panzer zugemacht, ne? Mein Großer. Oh. Er gedrückt, um Militärpatronen zu laden. Aha. Also da Militärpatronen, das ist die, wo wir zahlen. Können wir anscheinend für jede Waffe benutzen. Ne, weißt du was? Du kriegst jetzt hier... What? Warte. Wo, mein Bester? Jetzt kriegst du hier richtig aufs Maul. Nein, die Explosion war viel zu spät gewesen. Komm, was? Wo? Wieso? Wo waren die jetzt? Boah, was ist denn? Hält aber auch viel aus, der gute Freund hier. Oh, oh. Weg hier. Ich hab gleich echt ein Problem, gell? Aber jetzt! Jawoll! Oh, oh. Wo ist er jetzt hin? Jetzt ist er da hinten ins Wasser gesprungen. Jetzt habe ich so viel Munition an der verschwendet, jetzt ist nicht mehr der Kampf vorbei. Toll. Aber das Spiel speichert, das heißt, wir haben jetzt sozusagen die erste Runde bestanden. Und gegen den werden wir noch echtes Problem auffahren müssen. Beziehungsweise gegen den werden wir noch ein echtes Problem bekommen, sage ich mal. Oh mein Gott, wo wir hier... Oh, wieder raus, bitte. Bitte wieder raus. Danke, bitte. Das wäre sehr freundlich. Raus. Ja, danke.
Aber ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir hin müssen. Das ist eine... Moment. Wir haben ja einen... Also noch da. Gut. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Oh, wir kommen hier sogar rein. Das ist sehr nice. Vielleicht finden wir mal wieder ein bisschen Munition. Pistole wäre sehr nice. Was stopft denn hier noch rum? Hallo? Bin ich nicht alleine? Geldautomat, endlich. Endlich ein Geldautomat. Endlich ein Geldautomat. Endlich Kohle holen, damit ich wieder feiern gehen kann. Clubbing, Clubbing. Blub, blub. Ne? Hier, das Wasser freut sich auch, wenn ich klappen gehe. Ja, wie ist es eigentlich hier so? Clubbing? Was ist das? Das ist doch so eine... Damit man weiß, wenn einer kommt. So eine Art Klingel, sage ich mal. Und ich frage mich gerade, weil es ja wieder Zeit wird mit der Gasmaske in anderthalb Minuten, wenn ich jetzt hier die Gas... den Filter wechsle, so bevor die Zeit abgelaufen ist, wird die Zeit dann abgezogen oder wird sie auf die restlich vorhandene noch aufaddiert? Das heißt... So eine Art, es gibt so eine Art Zeitpool und jedes Mal, wenn man Filter aufnimmt, erweitert sich dieser Zeitpool. Oder wird das echt anhand der Filter, die man hat, errechnet? Das weiß ich nicht so ganz genau, aber da hätten wir auch keine so ungerade Anzahl an Zeit. Was ist denn das? Geh mir fort. So. Was haben wir hier? Hi, servus. Ja, schön. Das ist doch hier Anna, glaube ich, hieß sie. Die gute Frau. Die, jetzt hast du, nee, Scheinwerfer ist noch an. Die da am Anfang... Ah, hier, neue Gasmaske. Und bam. Zack. Was ist das? Oh, oh. Oh. Okay, alles klar. Hat uns auch nur Leben gekostet. Und Taschenlampe verlangt auch nach Strom. Huiuiuiuiui. Ach, das, also wie gesagt, das war Anna, glaube ich, wie ich das gerade richtig gehört habe. Die wir, mit der wir am Anfang, ich sag mal, gekämpft haben. Also wir haben gekämpft und sie hat daneben geschossen. Zu einem gewissen Teil daneben geschossen. Und tja, mal schauen, was da jetzt abgeht. Dann rennen wir doch mal zur Kirche rüber, was ich glaube nicht so leicht wird. Doch. Ja, ich bin unterwegs, Leute. Endlich. Endlich. Nein, nein, nicht das Vieh schon wieder. Ich wusste, die scheiß Drecksuhr. Anna, mach was. Hol deine Sniper raus. Ich brauch miese Unterstützung. Wir können nämlich... Lass uns den Großen angreifen? Ja, wieso? Ich hab nichts gegen den. Der ist voll überstark. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bei dem drauf schießen soll. Genau. Okay, auf jeden Fall kümmern die sich schon mal um die anderen. Das ist schon mal sehr gut. Wow! Was war das? Bin ich in dem drin oder was hier? Hat er mich gefressen, die Sau? Ja, jetzt nehme ich hier wieder die Bumme, ey. So, jetzt kommen aber hier. Oh oh. Oh oh. Jo. Hier, kann ich da jetzt rüber? Nee, kann ich nicht. Was ist jetzt hier? Bossfight? Oh oh. Auf jeden Fall explodiert jetzt. Ha! Das war auch noch eine gute Explosion gewesen. Ich hab gesessen, wie man am Zielfadenkreuz gerade gesehen hat. Und ich hab keine. Normale Granaten mehr. Das sind jetzt die da. Probier ich das mal aus. So, aha. Wir hätten da kein Feuer. Ja, mögen. Oh, oh, oh. Er hat kein Problem mit Feuer. Ich bin mir auch echt nicht sicher, bei wo man auch immer. So, jetzt musst du mal mindestens bitte 1 Million Munition fallen lassen, ey. Was ist jetzt noch? Scheiße. Ist das an der Oberfläche immer so? Ja, Mann, das ist immer so, glaub mir. Das erste Mal, dass ich so einen Riesen gesehen habe. Jawohl, er schiebt mir wieder die Leiter hin. Den Baum. Dankeschön, sehr freundlich. Ein
Mann-Armee. Ja, Mann, ich bin Meister. Schön, dich zu sehen. Komm rein, hier ist es sicher. Echt? Ist es hier echt sicher? Mit so einem Viech nebendran als Nachbarn? Komm schon rein. Ja, bin ja schon unterwegs. Na los, komm rein. Ey, die können wir jetzt echt mal Munition sponsern. Anna! Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Hätte dich auch fast erschossen. Gut, dass du nicht gemacht hast. Das sollte dich lehren, Funkrufe zu beantworten. Welche Funkrufe? Aber ich hab gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem botanischen Garten. Na, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich dir das verzeihen soll. Das war ja schon echt ganz schön, dass du da einfach so abgehauen bist und so mich im Stich gelassen hast. Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Nein, sie liebt mich. Alle lieben mich, Mann. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Einem Ein-Mann-Sondereinsatzkommando. Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Ja, bin der Beste. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabrskaja. Oktyabrskaja. Ich kann diese russischen Wörter nicht aussprechen. Oktyabrskaja. Ich bin jetzt doof für. Ey, was ist das? Munition. Das ist gut. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Ein Lied. Das. Nein. Ja, Licht können wir anlassen. Wir sind hier sicher. Was ein gemütliches Bett. Das sieht ja so aus. Vor allem da unten noch so voll die Matratze zusammengerollt. Wir haben auf diesen hässlichen Lederfumpen da gepennt. Aber hey, egal. Wasserkanister für ein paar hundert Liter. Das wären. Oh ne, das könnte so. Das können so 1000 Liter sein, würde ich mal sagen. Ein Kubikmeter. Ein Kubikmeter Wasser, bitte. Nein, wenn dann schon ein Kubikmeter Wodka. Wir haben 419 Militärmunition. Ergo, wir können uns jede Menge. Übrigens, Munition ein kaufen. Reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Waffen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten Mann in diesen Zeiten zu überleben und kauf ein paar Waffen. Mach ich gleich. Wird der nächsten Stunde hier sein. Sehr gut. Ah, okay, das war's. So, dann haben wir, was haben wir denn hier bei dir? Hier haben wir Munition, ha? Jawohl, Munition, das ist das, was ich jetzt brauche. Davon brauche ich auf jeden Fall. Jede Menge. So, davon haben wir jetzt erstmal dick was gekauft. Schrotflintenmunition können wir auch noch ein bisschen was gebrauchen. Munition für Sturmgewehr können wir auch noch ein bisschen was. Jawohl, danke. Schön. So. Und dann haben wir Messer. Davon können wir mal ein paar kaufen. Das sind erstklassige Granaten. Ah, ja, komm, jetzt lassen wir mal ein bisschen Geld hier. Komm. Was hat er hier? Mach's gut. Eintauschen. PRK. Kalasch 2012. Zu Beginn des Dritten Weltkriegs war dieses das beste von der Armee genutzte Sturmgewehr in den Metros. Ich habe mit ihnen gesprochen. Aha. Sie konnten die Festung noch halten. Du bist ein gewaltiger Lütner. 115 Munition. Ohne Seiger ist auch geil. Seiger ist hier die automatische Schrotflinte aus der Vorkriegszeit, sehr zuverlässig und besitzt eine hohe Feuerrate, die aus eine großartige Waffe macht. Wenn man sich einem Rudel Mutanten kümmern muss, um einen Rudel. Was ist das? Ein einfacher Revolver? Der hat nur Vorkriegssachen, das ist ja der Hammer. Aber das Teil, das reizt mich gerade irgendwie so ein bisschen. Gegen was könnten wir das denn eintauschen? Gegen die will ich eigentlich nicht. Mal gegen die, aber dann habe ich zwei Sturmgewehre. Ich tausche das mal gegen die ein. Komm. Duplett gegen Kalasch. Für diesen Tausch musst du bezahlen 70 Munition. Ja. Okay. Mal gucken, was wir da jetzt anpassen können. Also ein Reflexvisier, eine IR-Zieloptik oder ein Zweifach-Zieloptik. Dann bitte eine IR, würde ich sagen. Ja.
Was haben wir jetzt? Schalldämpfer. Jawohl, wir haben einen Schalldämpfer dran. 30 Munition. Aber jetzt machen wir ja richtig Kohle. Und Verschiedenes, was gibt's hier noch? Nee, Laservizier brauche ich nicht. Das ist etwas, was ich so voll ignoriere. Laserviziere, auch in Battlefield oder so, wenn es jetzt Rotpunkt gibt, muss ich nicht. Warst du schon mal in die Katakomben?